Pascal? Pascal? Hat irgendwer Pascal gesehen? Der ist heute nicht da. Ach, der ist nicht da. Ja, gut, dann mache ich das halt. Herzlich willkommen zum neuen Weitwinkel. Heute geht's um Tiere und es geht um Menschen. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Zum Anfang haben wir uns gefragt, was Münster so darüber denkt. Und deshalb sind wir auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt, wie sie ihre Beziehung zu Tieren sehen. Ja, ein Hund und zwei Hühner. Ich habe keine Haustiere, manchmal nicht ein Hund, wäre ganz nett. Wenn, dann eine Katze, unkomplizierter und intelligenter als Hunde. Also ich habe keine, weil ich es zeitlich nicht schaffe, aber ich hätte, wenn, gerne einen Hund dann. Ja, sollten eigentlich alle gleiche Rechte haben, weil Menschen sind halt auch Tiere. Manche sehen uns halt nicht so, aber letztendlich ist es nichts anderes. Dieselben Rechte denke ich nicht, allerdings natürlich viel weitreichendere Rechte, als sie jetzt schon haben. Also man denke zum Beispiel an Kükenschreddern oder Misshandlungen von Tieren, Tierversuche. Da sollten Tiere sicherlich mehr Rechte bekommen. Also ich finde generell sollten Tiere auf jeden Fall geschützt werden, gerade weil sie sich nicht selbst verteidigen können. Und schon, also nicht unbedingt die gleichen Rechte wie Menschen, aber schon sehr nahegestellt. Wenn es sich nicht vermeiden lässt für die Medizin als allerletztes, aber Kosmetik und sowas auf keinen Fall oder Schönheit oder... Ja, es ist sicher eine zwiespältige Frage, weil manche Leute sicherlich argumentieren könnten, Tierversuche sind notwendig zur Medikamentenentwicklung etc. Man muss natürlich immer abwägen, aber vielleicht können auch Alternativen gefunden werden zu Tierversuchen, die den gleichen Nutzen bringen. Es kommt immer darauf an, wofür es ist. Wenn es lebenswichtige Medikamente sind, kann man, finde ich, vielleicht ein bisschen tolerieren, aber es ist halt auf jeden Fall eine Sache, die eigentlich nicht geht. Ja, ich esse Fleisch, regional nicht zwingend, ist immer eine finanzielle Frage. Ne? Ja, ich versuche Bio dann zu essen, esse aber wenig Fleisch. Ich achte schon darauf, wo ich es dann einkaufe. Also ich esse nicht viel Fleisch, aber stand wenn schon dann da, wo ich weiß, dass es nicht unbedingt Fleisch aus der Massentierhaltung dann kommt. Künftige Generationen werden vielleicht die Nase rümpfen, wenn sie herausfinden, wie wir mit Tieren umgehen und wie wir versuchen, tierisches Leben nach unseren Wünschen zu formen. Und da fragt man sich ja, wo bleibt das Interesse des Tieres? Zentral sind jedenfalls die Begriffe Tierrecht und Tierschutz. Und die werden ja auch öfter mal im gleichen Atemzug genannt. Nur wo da genau der Unterschied liegt, das zeigt euch die folgende Animation. Cordula ist mächtig stolz auf ihren nagelneuen Pelzmantel. Doch schon beim ersten Spaziergang treffen sie von allen Seiten böse Blicke. Was ist denn nur los? Hängt das Preisschild raus? Tja, viele Leute finden eben, dass Menschen kein Recht haben, Tiere für Mode zu töten. Die Begriffe Tierschutz und Tierrechte sind Cordula zwar bekannt, aber was bedeuten sie genau und wo liegt der Unterschied? Unter Tierschutz fasst man im Allgemeinen alle Aktivitäten zusammen, die Tieren ein möglichst artgerechtes Leben ermöglichen und ihnen kein unnötiges Leid, Schmerzen oder Schäden zufügen wollen. Der organisierte Tierschutz lässt sich bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier hatten damals die Briten die Nase vorn. In Deutschland gründete sich 1837 der erste Tierschutzverein. Heute haben wir ein Tierschutzgesetz, dessen Zweck es ist, Zitat, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Tierschutz ist somit bemüht, das durch die Tiernutzung entstehende Leid zu minimieren. Der Gesetzgeber sieht Tiere hierbei zwar gedanklich als Mitgeschöpfe, behandelt sie juristisch aber als Sache und stellt das Interesse des Menschen am Tier über das Interesse des Tieres an einem tiergerechten Leben. Nutztierhaltung wird also nicht kategorisch abgelehnt. Im Unterschied dazu missbilligt die Tierrechtsbewegung jede Form der Nutztierhaltung sowie generell alle Tiere ausbeutenden Handlungen. Ihre Philosophie misst Tieren ebenso elementare Grundrechte bei wie dem Menschen. Tierrechtsbefürworter bekämpfen jede Art der Tiernutzung durch den Menschen und setzen sich für politische Maßnahmen ein, die die Rechte von Tieren erweitern. Ihrer Meinung nach ist menschliches Leben auch ohne den Konsum tierischer Produkte oder Arbeitsleistung möglich. Daraus ergibt sich unter anderem auch die Idee des Veganismus. Cordula meint es jetzt jedenfalls kapiert zu haben und tauscht ihren Pelzmantel gegen eine schicke Lederjacke ein.
Wie war das nochmal? Das Erbgut von Schweinen stimmt zu über 90% mit dem des Menschen überein? Also rein genetisch gesehen stehen wir uns ziemlich nah. Aus diesem Grund finden es viele Menschen falsch, zu kommerziellen oder zu medizinischen Zwecken Versuche an Tieren durchzuführen. Wir haben mit jemandem vom Fach gesprochen, der sich zumindest für Tierschutz bei Tierversuchen einsetzt. Hallo, ich bin Jakob. Ich behandle heute in einem Interview das Thema Tierversuche, was ja ein sehr emotional geführtes Thema eben auch ist. Und dafür habe ich mir dann wissenschaftliche Unterstützung gesucht und werde jetzt heute mein Interview führen mit dem Herrn Professor Stefan Stlatt. Der ist der Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie. Und da würde ich Sie einfach mal bitten, sich vielleicht kurz einmal vorzustellen und zu sagen, worum es in Ihrem Forschungsgebiet geht. Das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie ist ein Forschungszentrum, aber gleichzeitig auch eine Klinik. Zu uns kommen Männer aller Altersklassen, vom Jungen bis zum alten Greis, aber die meisten von denen oder gut die Hälfte von denen hat Kinderwunsch. Das heißt, die kommen mit ihrer Partnerin, die Frau geht zum Gynäkologen und zu uns kommen die Männer und wir machen normalerweise eine Ejakulatanalyse, um dann entsprechende Therapie zu beginnen. Primär ist es dabei wichtig, das Ganze physiologisch zu untersuchen und dafür brauchen wir Tiere. Wir fangen mit Molchen an und hören mit Affen auf. Und wir sind die einzigen und letzten, die noch mit Affen in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Wenn es jetzt aber eben um die Fruchtbarkeit des Mannes geht, also des menschlichen Mannes, was für Erkenntnisse bekommen Sie denn dann aus der Beobachtung von Tieren? Also da bekommen wir eine ganze Menge. Spermien sind nun mal hochkonserviert. Der Prozess der Befruchtung ist nun mal auch hochkonserviert. Wir brauchen immer ein Spermium, eine Eizelle. Ohne das geht es noch nicht. Mhm. Und wir brauchen vor allem Modelle in der Forschung, die natürlich dem Mann sehr ähnlich sind. Und da ähnelt sich der Affe viel, viel mehr als dem Menschen, als die Maus. Mhm. Und da muss man halt sagen, nehmen wir Modelle, die entsprechend passen. Es gibt Ansätze, bei denen die Maus gut passt, bei denen auch der Hamster gut passt oder die Ratte. Aber es gibt Ansätze, bei denen muss man an den Affen gehen, weil sonst behandelt man Tiere ohne vernünftiges Ergebnis. Wozu macht man Tierversuche? Welche Erkenntnisse versucht man allgemein darüber zu bekommen? Wir brauchen gute Medikamente. Wir brauchen toxikologische Untersuchungen für alle Dinge, mit denen wir täglich umgehen oder die wir schlucken. Und dafür muss man Tiere verwenden, auch als Vorschrift in der Entwicklung von Medikamenten. Das machen wir natürlich hier in der Grundlagenforschung nicht oder in der angewandten medizinischen Forschung, sondern das machen Institutionen, die dafür verantwortlich sind. Dann braucht man natürlich Tiere in der Grundlagenforschung. Da geht es dann darum, dass man Modelle schafft, mit denen man bestimmte Krankheitssymptome kopiert. Wenn wir Forschung durchführen, dann müssen wir immer ja begründen am Tier, müssen wir immer begründen, warum wir das tun. Das wird ja extrem stark reglementiert. Und ein Versuch wird nur dann durchzuführen sein, wenn man zeigt, dass sich der Erkenntnisgewinn auch lohnt. Wem gegenüber sind Sie denn da Rechenschaft schuldig? Wir haben tatsächlich sehr viele verschiedene Ebenen. Also zunächst muss man sagen, für einen Tierversuch ist das Landesamt zuständig. Das Landhof kriegt von uns Anträge, beurteilt die in den Anträgen beschriebenen Erkenntnisgewinne gegenüber dem Leid oder dem Schaden, die sich den Tieren zumuten muss. Und dementsprechend wird dann in der Kommission eingeschaltet und die sagen dann, ob ich dieses Experiment durchführen darf oder ob ich noch Modifikationen vornehmen muss oder ob ich es gar nicht machen darf. Das ist ein ganz normaler Prozess, der eigentlich vom Gesetzgeber europaweit identisch vorgeschrieben ist. Sie setzen sich auch für Tierschutz bei Tierversuchen ein. Wie genau kann man da den Tierschutz gewährleisten? Also zunächst müssen mal die Bedingungen für die Haltung optimiert sein. Das bedeutet eben, dass man maximal reduziert die Tierzahlen, das Leiden maximal reduziert und dass man im Prinzip optimalen Erkenntnisgewinn bekommt durch möglichst wenig Tierbehandlung. Wir müssen darauf achten, dass jeder, der am Tier arbeitet, sehr gut ausgebildet ist. Das gilt sowohl für die Tierhaltung als auch für die Durchführung des Versuches. Und darauf achtet auch das Lahnhof bzw. dann die lokale Behörde und sagt, wenn ihr operieren wollt zum Beispiel an einem Tier, dann braucht ihr vorher eine extra Erlaubnis dafür, die wird überprüft. Das heißt, wir müssen hier ganz klar trennen. Es gibt Tierversuche, bei denen ich Tiere einsetze, denen ich Leiden oder Schäden zufügen muss, um eine Erkenntnis zu gewinnen. Ich kann aber auch Versuche durchführen, die ich einfach nur töte. Tiere, die ich vorher gezüchtet habe, die für diesen Versuch verwendet werden. Und das sind dann per se keine Tierversuche.
Was mir vielleicht noch wichtig ist, was man vielleicht sagen könnte, wo wir uns auch bemühen, es gibt eine tolle Arbeitsgruppe an der Uni Münster, bei der wir uns viele Gedanken machen, mit einem sehr großen Spektrum von Teilnehmern. Und da geht es darum, dass wir vielleicht mal Wege finden, mit denen Tierversuchsgegner und Tierversuchsbefürworter miteinander ins Gespräch kommen, um die ganze Komplexität noch besser zu verstehen zu lernen und vielleicht auch mal Brücken zu finden. Das war Professor Stefan Schlatt. Ich denke, wir haben einige Erkenntnisse hinzugewonnen. Bis zum nächsten Mal. In jedem Fall ein kontroverses Thema. Dass der Mensch die Tiere aber nicht nur ausbeutet, sondern auch auf andere Weise mit ihnen arbeiten kann, das beweist Pauline Demory. Die ist nämlich Pferdetherapeutin. Was nicht heißt, dass sie Pferde therapiert, sondern dass sie mit Pferden therapiert. Mein Name ist Pauline Demory. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin mit Zusatzausbildung Reittherapeutin. Ich mache das seit 13 Jahren. Angefangen bin ich in Münster in einem Stall und bin dann vor 12 Jahren nach Delchte gezogen, zwischendurch nochmal umgezogen und bin seit 7 Jahren hier auf diesem Hof. Mein Hauptaufgabengebiet ist das Emotionale, das Verhalten und der Bereich Psychiatrie für Erwachsene. Und geistig Behinderte habe ich auch. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Konzentrationsschwierigkeiten. Ich würde sagen, der Unterschied zu anderen Therapieformen ist natürlich, dass man mit dem Pferd arbeitet. Also, dass es sich vielleicht nicht ganz so wie Therapie anfühlt. Also, viele Klienten von mir sind manchmal auch ein bisschen therapiemüde, gerade Kinder, die man von einer Therapie zur anderen schleppt, die dann irgendwann vielleicht ja auch nicht mehr so Lust zu haben. Und wenn sie zu mir kommen, das ist erstmal Reiten. Dann ist es sehr ganzheitlich. Also wir haben den physischen Aspekt natürlich, den kann man nicht, der ist einfach da, auch wenn ich jetzt keine Physiotherapeutin bin. Dann hat man, also allein das Sitzen auf dem Pferd bewegt viel körperlich, aber auch emotional. Der Kontakt zum Pferd bewegt viel emotional und die ganze Atmosphäre. Ja, das Schöne bei mir ist, dass es keine typische Therapiestunde gibt. Also ich arbeite sehr klientenorientiert. Also ich schaue sehr genau, was braucht die einzelne Person, wo hat sie Probleme, was möchte sie erreichen mit dem Pferd. Da sind Erwachsene natürlich oft so ein bisschen problembewusst, dass sie sagen, ich habe da und da Schwierigkeiten und ich möchte gern da und daran arbeiten. Kinder sagen eher, ich will reiten, ich will galoppieren, ich will ein Pferd begrüßen, putzen. Dann machen wir was mit dem Pferd, das ist sehr unterschiedlich, ob wir drauf reiten. Manche machen auch nur am Boden was oder wir gehen spazieren oder da sind sehr viele Möglichkeiten. Und am Schluss wird es belohnt und wieder entlassen, genau. Da ich auch sehr stark mit der Beziehung zum Pferd arbeite und einen Beziehungsaufbau zu mir und zum Pferd und gerade im psychiatrischen Bereich viele Menschen auch sehr, sehr lange brauchen, bis sie Vertrauen fassen, bis sie Situationen einschätzen können, ich Zeit brauche, bis ich die Person einschätzen kann, finde ich, je länger, desto besser. Manchmal merkt man, auch gerade bei Kindern, die entwickeln sich weiter und dann sage ich irgendwann, gut, entweder gehen sie in eine Reitschule und lernen dann halt reiten, wenn sie da wirklich Spaß dran haben, oder die machen was anderes. Erwachsene bleiben teilweise sehr lange, weil für viele, gerade im psychiatrischen Bereich, ist das wirklich was, wo sich auch so ein bisschen dran festhalten. Es sind dann oft Langzeitpatienten, die jetzt nicht mal eine Krise haben, und dann, sondern Menschen, die wirklich dauerhaft auch betreut werden und für die das so ein Fixpunkt im Leben auch wird. Und einfach was, wo sie vielleicht eine der wenigen Stationen vielleicht auch, wo sie entspannen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht über ihre Probleme nachdenken. Ich hatte ein Erlebnis mit einem jungen Mann, der Jugendlicher war das, der sehr Wahrnehmungsschwierigkeiten hatte und sehr taktil, also mit Schmutz sehr Schwierigkeiten hatte und auch Kontaktprobleme mit anderen. Und nachdem der ein paar Wochen bei mir reiten war,
sagte die Mutter mir, also er hat zum ersten Mal sein Fahrrad geputzt. Also weil er wirklich so eine Aversion hatte gegen diesen Schmutz und sich die Hände schmutzig zu machen. Also das hatte sie total beeindruckt, dass er da wirklich den Lappen nimmt und das schmierige Fahrrad sauber macht. Es ist eine subtile Arbeit, aber es sind Bausteine zur Persönlichkeitsentwicklung, dass das Menschen einfach sich weiterentwickeln, dass sie Fähigkeiten an sie entdecken, die sie ohne das Pferd vielleicht nicht so entdeckt hätten. Im letzten Beitrag geht es darum, was wir bislang sträflich vergessen haben zu erwähnen und an das wahrscheinlich jeder denkt, wenn er das Wort Tiere hört. Es geht um Haustiere. Die Tierfreunde Münster sind ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, für herrenlose Tiere ein neues Zuhause zu finden. Auf der Suche nach einem neuen Kaninchen waren wir auch mal da. Hallo, ich bin Benny von Weitwinkel und ich befinde mich gerade vor dem Sitz der Tierfreunde Münster auf Empfehlung meiner Bekannten hin, um mir Ausschau zu halten nach einem Kaninchen. Und ich stehe hier mit Frau Juncker, der ersten Vereinsvorsitzenden der Tierfreunde. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wer die Tierfreunde überhaupt sind und was sie so machen. Ja, also wir sind ein Tierschutzverein, die Tierfreunde Münster Tierschutzverein e.V. nennen wir uns. Das Verein ist 1983 gegründet worden und wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir ein Tierheim auch haben. Und das haben wir vor 15 Jahren geschafft. Wir haben hier das Grundstück gekauft und unsere Besonderheit ist einfach, dass wir nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten. Das heißt, keiner kriegt hier Geld, sondern alles fließt sozusagen zum Wohle der Tiere. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf Kleintiere. Wir haben jede Menge Kaninchen hier. Ja, das ist doch toll. Dann können wir direkt reingehen und ich schaue mir mal die Tiere an. Alles klar, komm mal mit. Danke. Ja, jetzt habe ich auch schon ein Kaninchen in die Hand gedrückt bekommen. Wer ist es denn und woher kommt er? Also sie heißt Pearl, ist 6 Jahre alt und war bis jetzt immer nur in Innenhaltung. Pearl hat ihren Partner verloren und war schon ein paar Monate alleine. Und die Leute wussten nicht, sollen die weitermachen mit Kaninchenhaltung oder nicht. Und dann hat sich halt das so ergeben, dass wir gesagt haben, wir haben einen Platz und wir haben das Tier aufgenommen. Woher würde denn zum Beispiel so ein Kaninchen jetzt kommen? Also woher stammen die Tiere, die hier vermittelt werden? Ja. Also wir bekommen nur Abgabetiere. Das heißt Tiere, die abgegeben werden sollen, weil der Partner gestorben ist und die Leute nicht weitermachen wollen oder die Leute einfach keine Lust mehr haben. Das kommt auch immer wieder vor. Und dann werden die Tiere einfach bei uns abgegeben. Und wie funktioniert Ihre Vermittlung? Also könnte man jetzt einfach vorbeikommen, sich ein Tier angucken und direkt mitnehmen? Oder? Eigentlich nicht. Es ist so, dass wir natürlich die beste Unterbringung für unsere Tiere suchen. Das heißt, auch bei Kaninchen zum Beispiel muss gewährleistet werden, dass die Kaninchen immer rausgehen können. Kaninchen sind Lauftiere und deswegen müssen die auch ein bisschen mehr Platz haben. Bei Meerschweinchen oder Chinchilla oder Mäuse ist natürlich die Vermittlung anders, weil die Unterbringungsmöglichkeiten anders sind. Ja. Mhm. Und es findet aber auf jeden Fall ein Gespräch statt, dass man einfach weiß, was brauchen die Leute, was wünschen sie sich für ein Tier. Das muss alles bedacht werden, sonst kommen die Tiere einfach zurück, wenn es nicht passt. Mhm. Und deswegen ist auch bei Kaninchen oder bei Kleintier eine Beratung notwendig. Also wenn ich jetzt tatsächlich
Interesse an einem netten Kaninchen wie Pearl habe. Wie geht es dann jetzt hier mit mir, Ihnen und Pearl weiter? Pearl ist ja im Moment alleine. Kaninchen sollten aber nie alleine bleiben. Das heißt, wenn Sie Interesse an Pearl haben, dann würden wir erst einmal Pearl mit einem Böckchen vergesellschaften, so nennen wir das. Und dann, wenn die sich gut verstehen, dann melden wir uns bei Ihnen und dann können die beide gemeinsam ausziehen. Dann wäre es das schon oder gibt es noch eine Art Nachbetreuungsprogramm oder etwas? Also wir stehen auf jeden Fall jederzeit zur Verfügung. Das heißt, auch wenn nach 2 Monaten Probleme gibt, können Sie sich immer bei uns melden. Wir gucken und wir kommen auch bei Ihnen vorbei, wenn es dann Probleme gibt. Ist ja kein Problem. Also wir stehen weiterhin zur Verfügung. Welche Möglichkeiten gäbe es denn für Freiwillige, bei Ihnen aktiv zu werden? Also wie gesagt, wir arbeiten nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, es gibt immer ein kleines Vorstellungsgespräch, wo man einfach alles sehen kann, was im Tierheim zu tun ist und ob das Sympathie einfach so, so weit in Ordnung ist, dass man sich gut vorstellen kann, zusammenzuarbeiten. Und dann wird man in den verschiedenen Bereichen eingearbeitet und dann steigt man voll ein. Toll, dann danke ich Ihnen recht herzlich für den heutigen Tag. Ja, bitte, gern geschehen. Ja, das war's dann auch schon mit unserem heutigen Besuch bei den Tierfreunden Münster. Und ich freue mich drauf, demnächst wiederzukommen. Tja, so schade es auch ist, die Sendung ist leider schon wieder vorbei. Heute ging es um Menschen, Tiere und deren Beziehungen zueinander und ich sag Tschüss. Wir sehen uns.